Ein besonders beliebtes Fest in Brunn ist das Kunigundenpfarrfest, wo am Kirchenplatz und im Pfarrhaus sich ganz Brunn trifft. Bürgermeister, Sie nützen heute das Pfarrfest für eine kleine Ausrast? Ja, wir waren mit den Naturfreunden in der Steiermark. Man sieht es vielleicht an meinem eher rustikalen Hemd und lassen den Tag jetzt hier beim Pfarrfest ausgehen. Das Wetter in der Steiermark war ganz hervorragend. Es hat sich verschlechtert, wie wir weggefahren sind. Aber wir haben das schöne Wetter mitgebracht. Beim Pfarrfest gibt es natürlich immer einen Erlös. Und soweit ich weiß, wird der Erlös heuer dem Neubau des Pfarrheimes gewidmet, der nächstes Jahr begonnen werden soll. Das Pfarrheim, welches leider in die Jahre gekommen ist und durch ein großes Bauprojekt werden wir die rechtlichen Vorschriften der Barrierefreiheit auf die Beine stellen, und dafür ist dieser Erlös gedacht. Sie sind einer der Hauptverantwortlichen und Organisatoren von dem Pfarrfest. Alles gut gelaufen, ein bisschen müde oder auch erleichtert? Na, schon ein bisschen müde ist man schon, aber es dauert ja noch bis morgen abends. Also wir werden bis morgen um Mitternacht durchhalten, um alles weggeräumt zu haben. Aber wir haben sehr viele Helfer, sehr viele Unterstützer, und damit läuft es gut. Und nachdem das Wetter auch unseren Wünschen entspricht, sind wir sehr zufrieden damit. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Leute da intensiv mithelfen. Eigentlich ist von Montag an die ganze Woche immer irgendwie ein Team von 20, 30 Leuten schon da mit Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. Heute und morgen selbst sind es nochmals deutlich mehr Mitwirkende, und ohne die Unterstützung von vielen Leuten wäre so ein großes Fest nicht auf die Beine zu stellen. Ich habe ungefähr schon 40 Pfarrfeste miterlebt. Ich durfte schon als Kind als Ausnahme sozusagen mit den Getränken fahren. Da habe ich eine Sonderstellung auf einmal bekommen, wo ich das gar nicht gewusst habe, dass ich das nicht dürfte. Und seitdem, damals, darf ich das machen, und ich mache es heute noch immer. Auch in der Kunigundenzeche gibt es die besonderen Schmankerl von besonderen Weinen, die von den Weinbauern gespendet werden, die man dann als besondere Achteln dort ausschenken, wo auch jeder gerne hinkommt und dann die Achteln trinkt. Beziehungsweise gibt es zwei Spezialgetränke dort. Es gibt den Heinrich und die Kunigunde nach unseren Kirchenpatronen. Das sind sozusagen so besondere Mixgetränke, auf die sich die Leute auch sehr freuen. Was kommt alles rein? Natürlich ein guter Brunner Wein, Sirup, Frizzante. Und das ist einfach eine Eigenkreation der Brunner Pfarre. Wenn die Dämmerung einsetzt, dann werden sich alle in den Keller verziehen und sie machen dann dort den Schlussdienst. Es ist eine gute Tradition, dass der Pfarrer bei der Absackerrunde dabei ist, und irgendwann wird dann von mir das Wort Sperrstunde fallen, aber das ist dann irgendwo nach Mitternacht.